5. Februar 2018. Als sei der Blitz in die Börse gefahren, rauscht um 15 Uhr Ortszeit der Dow Jones Index an der Wall Street in die Tiefe. Über 1500 Punkte in wenigen Minuten. Nie zuvor in der Geschichte des Index haben die amerikanischen Aktien an einem Tag so viel verloren. Rund 2000 Milliarden Dollar werden regelrecht pulverisiert. Und New York bleibt nicht allein. Wie ein Lauffeuer breitet sich der Kursabsturz aus. Frankfurt, Sydney, Tokio. Panik macht sich breit. Niemand weiß, warum die Kurse derart nach unten gehen. Es gibt keinen realwirtschaftlichen Grund, keine neuen Konjunkturdaten, keine Arbeitslosenzahlen. Die einzige Erklärung, die man findet, klingt abenteuerlich. Die Handelscomputer waren zu schnell. Frankfurt am Main, wichtigster Börsenplatz Deutschlands. Auch hier war der Absturz spürbar, denn alle Börsen sind vernetzt. Na, ich erinnere mich, dass am 5. Februar 2018 plötzlich die Kurse in den Keller rauschten. Und dass vor allem der Dow Jones Index plötzlich rapide bergab ging. Ich glaube, er hat mehr als 1000 Punkte an einem Tag verloren. Das gab es vorher noch nie. Man hatte so das Gefühl, oh Gott, da breitet sich Panik an den Börsen aus. Aber man hatte keine Erklärung, warum, wofür, woher die Panik kam. Felix Rohrbeck ist Wirtschaftsjournalist und hat den Fall intensiv begleitet. Danach haben sich die Kurse zum Glück wieder beruhigt. Wahrscheinlich, weil das Weltwirtschaftsumfeld noch so stabil war, dass es nicht zum Totalkollaps geführt hat. Aber es gab so Momente, da war man sich nicht sicher sozusagen. Entsteht hier gerade die neue große Finanzkrise. Ich weiß noch, dass ich damals in der Redaktionskonferenz gesagt habe, Leute, das können wir doch jetzt nicht einfach so stehen lassen und uns nicht damit beschäftigen, wodurch dieser Flashcrash zustande gekommen ist, der fast zu einer erneuten Finanzkrise geführt hat. Und das war dann der Anlass, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ich bin sonst auch niemand, der sich mit dem Hochfrequenzhandel beschäftigt und habe dann aber gesagt, das geht doch nicht. Ich will das jetzt verstehen. Die Finanzjournalistin Jennifer Neal verfolgt den Aufstieg des Hochfrequenzhandels seit Jahren. Eine kleine, verschworene Welt, in der Diskretion und Verschwiegenheit ganz oben stehen. Es ist wahr, dass Journalisten keine Auskunft erteilt wird. Aber es gibt hierfür einen guten Grund. Selbst die Händler, die in diesen Märkten aktiv sind, müssen unterschreiben, dass sie nichts an die Konkurrenten weitergeben. Sonst werden sie rechtlich belangt. Da dies bereits in der Finanzbranche derart strikt gehandhabt wird, bekommen Journalisten nicht viel Zugang zu dieser teils recht sensiblen Information. Hochfrequenzhandel bedeutet im Wesentlichen eine extreme Verkürzung jener Zeiten, in denen Börsentitel gehalten werden, oft nur für die Dauer von Milli- und Mikrosekunden. Es ist das Gegenteil langfristiger Investitionen, für welche die Börsen eigentlich geschaffen wurden. Auch die Zugriffszeiten wurden derart verkürzt, dass nicht mehr die Qualität der Investition das wichtigste Kriterium für Kauf oder Verkauf war, sondern wer am schnellsten reagieren konnte. Beim Hochfrequenzhandel agieren ausschließlich Computersysteme, keine Menschen. Und die Computer handeln völlig autonom. Im Grunde sind es Roboter, die sich gegenseitig bekriegen. Geldroboter. Ihr Spielfeld sind die internationalen Finanzmärkte. Und alle, die sich dort bewegen, werden in diesen Krieg hineingezogen. Das heißt, jeder, der selbst an der Börse anlegt oder dessen Geld an die Börse gebracht wird. Durch Investmentfonds, Banken, Versicherungen oder Pensionsfonds. Hochfrequenzhandel ist automatisierte Hightech- und Highspeed-Spekulation. Innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft wissen wir nicht, wie groß der Anteil der Hochfrequenzhändler sind. Es gibt keine klaren Zahlen. In Berlin kämpft Gerhard Schick für Transparenz im Finanzsektor. Die deutlichste Schätzung über die Größenordnung haben wir von der Europäischen Aufsichtsbehörde ESMA, die geschätzt hat, dass bis zu etwa 40% des gehandelten Wertvolumens auf Hochfrequenzhandel zurückzuführen sein könnten. Und bei der Anzahl der Transaktionen
Und der Orders ist der Anteil noch höher, also bei den Kauforders oder Verkaufsorders kann es dann über 70% sein. Aber genaue Zahlen für die Bedeutung des Hochfrequenzhandels in Deutschland haben wir nicht. Das ist sehr erstaunlich und es zeigt, dass diese Geschäfte ein Stück weit noch unterm Radar sind. Das finde ich falsch. Denn nach meiner Ansicht ist der Hochfrequenzhandel für die Realwirtschaft schädlich. Er ist nicht nur nicht nützlich, sondern sogar schädlich, weil eben an der Stelle, wo es im Millisekundentakt gehandelt wird, da sind die ganzen realwirtschaftlichen Akteure draußen und sie werden wahrscheinlich diejenigen sein, die die Rendite dadurch zahlen, dass sie schlechtere Preise kriegen. Wie konnte es dazu kommen, dass eine Randerscheinung des automatisierten Börsenhandels die Beschleunigung der Computersysteme auf astronomische Geschwindigkeiten beinahe eine weltweite Finanzkrise auslöst? Dieser Wettlauf um Geschwindigkeit, der sich momentan abspielt, hat schlussendlich gewichtigen Einfluss auf alle Marktteilnehmer. Hochfrequenzhändler platzieren ihre Computer möglichst nah an den Rechnern der Börsen. Diese Nähe und eine schnelle Verbindung sind entscheidend. Beispiel: Eine Pensionskasse will 600.000 Aktien zu $9,50 das Stück kaufen. Ihr Kaufauftrag geht an diverse Börsenplätze. Bei der ersten Börse, an der der Auftrag eintrifft, registriert ihn der Hochfrequenzhändler und wird aktiv. Er schickt eigene Kaufaufträge für dieselben Aktien an alle anderen Börsen, schneller als die Pensionskasse. Dank ultraschneller Verbindung kauft er sämtliche Aktien zum Preis von $9,50 und bietet sie der Pensionskasse für $9,51 zum Kauf an. Mit dem Verkauf der Aktien an die Pensionskasse verdient der Hochfrequenzhändler risikolos $6,000 innerhalb weniger Millisekunden. I've heard it say, you know, it's only pennies. And that's true. Manche sagen, es sind ja nur ein paar Pennies. Und das stimmt auch. Die tatsächlichen Kosten bestehen darin, dass die Vielfalt und die Liquidität des Finanzmarkts beschädigt werden. Daraus ergeben sich negative Folgen für Sie als Anleger. Es geht um den Einfluss Ihres Investments auf den Markt, den Market Impact. Wenn Sie viele Anteile kaufen möchten und dabei gegen Hochfrequenzhändler antreten müssen, dann haben Sie es mit einem sehr fragilen Markt zu tun, der nur wenig Kapazität für Ihr Investment hat. You're going to be interacting with a very fragile marketplace that doesn't have a lot of capacity for your trade. Dabei lohnt es sich für Hochfrequenzhändler nicht einmal permanent am Markt aktiv zu sein. Denn ihren Vorteil können sie nur ausspielen, wenn es durch Krisen, Katastrophen oder politische Entscheidungen an den Finanzmärkten zu starken Kursschwankungen kommt. Momentan kann man im Hinblick auf Profite nicht wirklich sagen, wer gewinnt. Und zwar deshalb, weil seit Jahren eine schwache Volatilität der Märkte herrscht. Der Volatilitätsindex VIX steht bei 15 Punkten. 2008 waren wir bei fast 100 mit dem Index und zu dieser Zeit hatte die Volatilität ihren Höhepunkt erreicht. Das war das goldene Zeitalter für alle Hochfrequenzhändler. Jetzt kehrt zwar die Volatilität etwas zurück, aber es gibt längst keine so hohen Ausschläge wie während der Finanzkrise 2008. Im Wesentlichen sind Hochfrequenzhändler Krisengewinner, die auf die nächste große Krise warten. Dabei stand am Anfang der Wunsch, die Finanzmärkte durch höhere Vorhersehbarkeit und schnellere Infrastruktur stabiler zu machen. Herausgekommen ist das Gegenteil. Die Automatisierung hat sie verletzlicher gemacht. Denn es gibt kein elektronisches System, das nicht auch gehackt werden kann. Ich hatte einen Geldroboter, also ein automatisiertes Handelssystem in Frankfurt, den ich von London aus steuerte. What happened in this particular case is that
an internet-related outage. Nach einem Internetausfall verloren wir die Kontrolle über unseren Geldroboter in Frankfurt. That was in Frankfurt. And I remember for a couple hours. Ich versuchte über ein paar Stunden sicherzustellen, dass unser Geldroboter ausgeschaltet war. Validate that the engine itself was demobilized. Es stellte sich heraus, dass unser Roboter eingeschaltet war. Ich hatte einen Schutz programmiert, der dem Computer sagte, wenn du den Kontakt zum Mutterschiff verlierst, dann stell den Handel ein. Doch die Bedingungen für dieses Programm waren ausgeschaltet. Und nun hatte ich diesen Geldroboter, der völlig selbstständig Handel betrieb. Er hätte 30 Millionen Dollar verlieren können. Schließlich verlor er ein paar hunderttausend Dollar. Dieses Erlebnis hat mir einen großen Schreck eingejagt. Haim Budik ist Trader und Entwickler für Handelssoftware in Stamford, Connecticut, etwa eine Autostunde von New York entfernt. Viele Investmentbanken haben um das Jahr 2000 ihre Standorte hierher verlegt, denn hier schlummert viel altes Geld. Bei der Entwicklung des automatisierten Wertpapierhandels war Haim Budik einer der wichtigsten Akteure. Sein Konzept, mit Hilfe von Computeralgorithmen Informationen möglichst effizient zu verarbeiten, ist eine der Grundvoraussetzungen für die erfolgreiche Teilnahme am modernen Börsenhandel. Die zweite Voraussetzung ist eine möglichst schnelle Datenverbindung. Dieser Sendemast ist 243 Meter hoch. Leider kann man heute wegen der Wolken die Parabolantennen oben nicht erkennen. Würde man sie sehen, könnte man feststellen, dass einige Richtung England ausgerichtet sind und andere in das Landesinnere von Belgien. Sie sind Teil eines Funknetzes, das Frankfurt und London verbindet. Alexandre Lomonier recherchiert weltweit die Routen der Hochfrequenzhändler. Dieser Sender wurde von den US-amerikanischen Streitkräften in den 60er Jahren errichtet und 2006 stillgelegt, da das amerikanische Militär beschlossen hatte, Glasfaser zu benutzen, anstelle von Kurzwellenfunk. Der Sendemast wurde unentgeltlich dem belgischen Staat überlassen. Dieser schrieb ihn zum Verkauf aus. Wider Erwarten wurde er für 5 Millionen Dollar von einem Hochfrequenzhändler aus Chicago gekauft. Die Tatsache, dass diese Firma mit einem so hohen Preis einverstanden war, zeigt die große Bedeutung der Antennen und der Möglichkeit, damit eine Zehntel Mikrosekunde zu gewinnen. Die wenigsten Leute wissen, dass die Sendemasten in ihrer Gegend ein wichtiger Teil eines Informationswettlaufs um Millionstel Sekunden sind. Weder in Hautem an der belgisch-französischen Grenze, 20 Kilometer vom Ärmelkanal entfernt, noch im beschaulichen Städtchen Reynoldsville in den Hügeln Pennsylvanias im Nordosten der USA. Der französische Unternehmer Stefan Tick kennt sich mit schneller Datenübertragung aus. Seine Firmen McKay Brothers und Quincy Data, mit Sitz in Paris und Kalifornien, betreiben die aktuell schnellste Datenverbindung zwischen New York und Chicago, wo die wichtigsten Börsen Amerikas zu Hause sind.
Lassen Sie mich mit ein paar Worten über uns selbst beginnen. Wir haben 9 Datencenter in den USA und wir wollen alle 9 Punkte mit einer geraden Linie verbinden, von Punkt A zu jedem der anderen Punkte. Wir bieten unsere Dienstleistungen allen zu gleichen Bedingungen an. Keine Hinterzimmerdeals, keine Special Deals. Die Leistung ist für jeden dieselbe. Aber jeden gleich zu bedienen, ist nicht genug in diesem Spiel. Um gleiche Bedingungen anbieten zu können, muss man verrückter sein als die verrücktesten Jungs auf dem Spielfeld. Und es gibt echt viele verrückte Typen hier. Stefan Tieck und Haim Bodek sind die Protagonisten eines globalen Kampfes um die besten Computerprogramme und die schnellste Verbindung. Begonnen hat dieser Wettstreit jedoch viel früher, in den Casinos von Las Vegas. Ende der 1960er Jahre erkennt eine neue Generation von Wissenschaftlern, dass es möglich ist, mit Hilfe von Computern das Glück zu ihren Gunsten zu manipulieren. Pioniere wie Edward Thorpe und Blair Hall entwickeln Algorithmen, um beim Blackjack Karten zu zählen und Vorhersagen zu treffen. Einen anderen Ansatz hat der Physiker Doan Farmer. Er macht in den 70er Jahren Roulette zu seinem Forschungsgebiet. Unsere Grundidee war, dass Roulette nur aus einer rollenden Kugel auf einer kreisförmigen Bahn besteht. Wenn man also Position und Geschwindigkeit der Kugel messen konnte zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann müsste man vorhersagen können, wo die Kugel reinfällt. Also kauften wir ein Roulette-Rad. Farmer und sein Team beginnen zu spielen. Sie messen jede noch so unbedeutend scheinende Variable an Roulette-Rad und Kugel, um sie in Formeln auszudrücken. Zu ihrer Freude stellen sie bald fest, dass es tatsächlich möglich ist, die Bewegung der Kugel mit einiger Sicherheit vorherzusagen, solange man Position und Geschwindigkeit der Kugel kennt. Unsere Methode, Position und Geschwindigkeit festzustellen, war einmal zu klicken, wenn die Kugel einen Referenzpunkt passierte, dann noch einmal, wenn sie eine Runde vollendet hatte. Wenn man die Zeit hatte, die sie für eine Runde brauchte, hatte man ihre Geschwindigkeit. Die Bewegung der Kugel auf ihrer Bahn ist ziemlich vorhersagbar. Aber wenn sie runterfällt, da sind kleine Trenner zwischen den Nummern und Diamanten, springt die Kugel wie verrückt herum. Man kann ziemlich sicher vorhersagen, dass es rund 8 Nummern gibt, bei denen die Kugel nicht hineinfallen wird. Also wetteten wir auf jene Reihen von Nummern, wo die Kugel mit größerer Wahrscheinlichkeit landen könnte. Unter optimalen Bedingungen erreichten wir 40% Vorteil gegenüber der Bank. Und dann begannen wir, einen Computer zu bauen, der uns erlauben würde, das durchzuziehen. Das war 1976 und es gab damals noch keine PCs oder irgendetwas in dieser Richtung. In den Allegheny Mountains in Pennsylvania arbeitet Stefan Tiecks Firma daran, die schnellste Datenverbindung zwischen Chicago und New York noch schneller zu machen. Ein neuer Mikrowellensendemast wird aufgestellt. Die Koordinaten sind geheim. Ebenso die Standorte weiterer geplanter Sendemasten und Parabolantennen. Meine größten Konkurrenten sind meine Kunden. Einige meiner Kunden bauen ihre eigenen Netze auf. Es ist nicht einfach, damit umzugehen. Ich verkaufe an alle, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich an Leute verkaufe, die versuchen, schneller zu werden als ich. Wenn ein Kunde von mir einmal das schnellste Netz haben sollte, ist er der Einzige, der diese Art des Handelns nutzen kann. Dann wäre diese Art des Handels auf ein einzelnes Unternehmen beschränkt. Wir sind ein Instrument des Wettbewerbs und bieten eine Möglichkeit, die Märkte effizienter zu machen. Unsere Netzwerke sind sehr einfach konzipiert. Sie beginnen am Rechenzentrum mit einem Glasfaserkabel. Das geht zum ersten Sendemast. Dort dockt es an ein Funknetz an. Die Informationen werden in Mikrowellen umgewandelt, kodiert und gesendet. Am nächsten Mast werden sie von einer Antenne empfangen, in analoge Signale umgewandelt,
an die Sendeantenne weitergeleitet, wieder in Mikrowellen umgewandelt und kodiert und an den nächsten Mast gesendet. Die Herausforderung besteht darin, ein Signal zu haben, das sauber bleibt. Wenn sich ein Signal verschlechtert, muss es gesäubert und wiederhergestellt werden. Und das braucht Zeit. Man muss also die ganze Kette über absolut perfekt sein, um ein sauberes Signal von Chicago nach New Jersey über 1200 Kilometer aufrechtzuerhalten, ohne dass man eine Bearbeitung durchführen muss. Es ist ein bisschen wie bei einem Formel-1-Rennen. Man muss in die Box und der Boxenstopp entscheidet das Rennen. Und der Boxenstopp bei uns ist die Übertragung des Signals zwischen den beiden Antennen auf dem Sendemast. Ein Algorithmus ist eine Regel, um Fragen zu beantworten. Man muss ihn sich als eine Box vorstellen. In der Box geht etwas vor. Du fütterst sie mit einem Input X. Dann gibt es einige Berechnungen innerhalb der Box und dann kommt eine Antwort Y heraus. Der Algorithmus ist die Regel, die dir sagt, wie du diesen Input behandeln musst, ihn verarbeiten musst, um zur Antwort Y am anderen Ende zu gelangen. Das können mathematische Gleichungen sein, das kann ein Programm sein, das die Zahl X zerlegt, um zur Zahl Y zu kommen. Oder es könnte auch etwas sein, das zum Beispiel in deinem Gehirn vorgeht und wie ein Algorithmus arbeitet. Algorithmen sind auch die Grundlage für Farmers Wetten im Casino. Um Algorithmen schnell zu verarbeiten, benötigt man jedoch einen Computer. Und diese sind damals noch groß, teuer und langsam. Doch Mitte der 70er Jahre zeichnet sich eine Wende ab. Der 6502-Mikroprozessor war gerade herausgekommen. Der erste vernünftige 8-Bit-Prozessor, derselbe Mikroprozessor, den die Jungs von Apple benutzten, um den ersten Apple-Computer zu bauen. Auch Doan Farmers Team baut seinen Rechner auf diesem Prozessor auf. Wir bauten einen Computer. Die Ursprungsversion versteckten wir unter einer Achse, eine Packung Batterien unter der anderen. Schalter in den Schuhen, Kabel, die am Körper rauf und runter liefen, eine Antenne rund um die Schultern. Die Antenne sandte das Signal an eine zweite Person, die dann den Einsatz platzierte. Vom Moment an, an dem der Croupier die Kugel einwirft, bis zu dem Moment, an dem die Einsätze geschlossen werden, vergehen in der Regel 10 Sekunden. Wir mussten die Daten von Roulette-Rad und Kugel plus die Vorhersage 4 bis 5 Sekunden vor Schließung des Einsatzes haben, damit der Spieler genug Zeit hatte, rüberzulangen und die Chips zu platzieren. Wir mussten die Vorhersage also ziemlich schnell bekommen. Der Computer, den wir hatten, lief sehr langsam im Vergleich zu heute. Aber weil es sorgfältig programmierter Maschinencode war, hatten wir die Antwort innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Doan Farmers Computer wurde zur Legende. Denn es war nicht bloß irgendein Computer. Es war der erste Kleidungscomputer, versteckt in einem Schuh und gebaut zur selben Zeit, als Steve Jobs und Steve Wozniak den ersten Desktop-Computer bauten. Heute gehört er zu den Schätzen des weltgrößten Computermuseums, dem Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn. Doan Farmers Methode, mit Hilfe eines Computers ultraschnelle Vorhersagen treffen zu können, wurde zu einem wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu den Geldrobotern. Doan Farmer selbst wird zur Ikone für alle, die sich mit computerbasierten Vorhersagen beschäftigen. Nach einiger Zeit müssen Farmer und seine Freunde einsehen, dass die Roulette-Gewinne das Risiko nicht rechtfertigen. Es zieht sie wieder in seriösere Gebiete der Wissenschaft. Farmer folgt dem Ruf nach Los Alamos, wo er sich unter anderem mit der Vorhersagbarkeit des Wetters beschäftigt. Doch dann verändert sich die Welt. Oder zumindest jene des Geldes.
Now let's go to the financial desk in New York and to Bill Hartley to find out what's happening on Wall Street. Sonny, there's only one word to describe what's happening, and that is panic. The Dow Jones Industrial Average is off almost 200 points. It is down by 191, had been down at all right now. Volume, 345 million shares. Incredible day on Wall Street. The Dow Jones Industrial Average right now down 271.53 points, putting the Dow below the 2000 mark. The Dow right now at 1975.20. In der Panik des Börsencrashes 1987 versuchen unzählige Investoren, ihre Aktien abzustoßen. Ab einem gewissen Zeitpunkt ignorieren ihre Broker jedoch die dauerklingelnden Telefone. Daher beschließen die Behörden, dass es an der Zeit wäre, vermehrt den Computern den Aktienhandel zu überlassen. Der Mensch, so die Annahme, sei schlicht nicht verlässlich genug. Die Automatisierung öffnet den Markt für Berufsgruppen, die Computeralgorithmen schreiben können. Physiker, Programmierer und quantitative Mathematiker. Diese sogenannten Quants sind nun hoch im Kurs. Ich begann im Bereich Data Mining zum Aufspüren von Kreditkartenbetrug. Wir benutzten dazu Machine Learning-Algorithmen. Das Projekt war erfolgreich und nach ca. 2 Jahren wurde ich etwas übermütig und wollte diese Methoden gern an den Finanzmärkten einsetzen. Ich sah mich nach einem Job um, bei dem es um die Vorhersage von Marktentwicklungen ging. Zufällig sah ich genau dann eine Anzeige in der Chicago Tribune. Gesucht? Quants zur Vorhersage an Märkten. Also bewarb ich mich. Es war ein ziemlich hartes Bewerbungsgespräch, aber ich bekam den Job. Während New York damals die Stadt der wichtigsten Börse ist, wird Chicago das Zentrum neuer Finanztechnologien. Ein Vorreiter in Sachen Big Data und Vorhersage von Marktentwicklung ist die Hull Trading Company. In den frühen 1990er Jahren ist sie für viele Börsenhändler das Maß der Dinge. Wie Doan Farmer hat Blair Hull, Gründer der Hull Trading Company, seine mathematischen Fähigkeiten in Las Vegas getestet, wo er in den 1970er Jahren Blackjack-Karten zählt. Früh erkennt er auch das Potenzial des automatisierten Wertpapierhandels. 1985 gründet er eine eigene Firma in Chicago, dem wichtigsten US-amerikanischen Zentrum des Derivatehandels. Chaim Bodek stößt im September 1997 zu Hulls Team. Bei Hull Trading ging es darum, sich einen Vorsprung zu verschaffen durch Innovation, Kreativität und Informationsauswertung. Als Blair Hull Karten zählte, tat er nichts anderes, als sich einen statistischen Vorteil zu verschaffen. Und irgendwie wurde das dann auch die Art, wie Hull Trading geschäftlich operierte. Die Firma war unglaublich kreativ und innovativ darin, in scharfem Kontrast zu den Investmentbanken. Bei Hull Trading fühlt sich Chaim Bodek sofort wohl. Wie viele aufstrebende Quants sieht er eine Möglichkeit, durch technische Innovationen die alte Garde in Rente zu schicken. Meine spätere Erfahrung an der Wall Street war, dass jeder Informationen darüber, was funktionierte, nur kaufen wollte. Bei Hull Trading hingegen ging es darum, diese Informationen zusammenzutragen. Auch in Europa sind die quantitativen Mathematiker nun sehr gefragt. Die besten kommen von den Universitäten in Paris. Neben Mathematikern sind es vor allem Physiker wie Stefan Tieck, die hier an die Märkte gerufen werden. An der Wall Street war es zu dieser Zeit so, dass alle Banken Physiker einstellen wollten. Und ich wollte das Gleiche in Frankreich machen. Und BNP war damals auch auf der Suche nach Physikern. Also ging ich dorthin. Als ich bei BNP Paribas anfing, war ich 33 Jahre alt. Ich war bei Weitem der Älteste und ich wusste nicht viel. Jeder hatte das Fachwissen für die Finanzwelt, für die quantitative Finanzwissenschaft, die von Frau El Karoui gelehrt wird. Und alles, was ich konnte, war Physik. Ich war ein wenig anders als die anderen. Clock starts light, Roger. Thrust go, all engines, Roger.
Ich begann 1968 mit der Forschung, als ich die Wahrscheinlichkeitsrechnung für mich entdeckte. Für mich war sie eine echte Offenbarung. Ich interessierte mich für das, was man stochastische Kontrolle nennt. Sie erklärt, wie eine Rakete auf den Mond gebracht oder ihre Flugbahn korrigiert wird. Dass man Risiken messen und sie logisch untersuchen konnte, war für mich eine große Überraschung. Denn Risiko einzudämmen ist keine triviale Aufgabe. In einer unsicheren Welt, in der wir nicht wirklich vorhersagen können, was passieren wird, müssen wir uns so schnell wie möglich anpassen, um die Flugrichtung zu korrigieren, könnte man sagen. Denn zu wissen, wie viel man kauft und wie viel man verkauft, ist wie die Korrektur der Flugbahn einer Rakete, die zum Mond fliegt. Mitte der 80er Jahre erfährt Nicole El-Karoui, dass auch am Finanzmarkt ein großer Bedarf an Risk-Management-Modellen besteht. Sie wechselt in die Finanzmathematik. Aus ihren Kursen an der Universität kommen unzählige Quants, die von Finanzinstituten aus der ganzen Welt eingestellt werden. Die Nachfrage ist riesig. Und 2006 untersuchte das Wall Street Journal den Grund für die große Anzahl von französischen Quants auf den Märkten. Und im Grunde haben die Leute gesagt, da müsst ihr Nicole fragen. So wurde der Master also zum El-Karoui Master, auch wenn es nicht sein offizieller Name ist. Eines der Dinge, die ich gelernt und entdeckt habe, ist, dass die Finanzmathematik in einer Art von Rechenkunstwelt lebt, die gerechtfertigt ist, aber immer noch Rechenkunst ist, die den Menschen in das eintauchen lässt, was Frau El-Karoui und die Menschen, die das lehren, eine neutrale Risikowahrscheinlichkeit nennen. Offensichtlich ist diese Welt also eine Annäherung. Es ist unmöglich, die Realität perfekt zu beschreiben. Und es gibt keine Börsengleichung. Es gibt nur Annäherungen an den Aktienmarkt. Aber es ist immer noch eine Welt, in der BNP Paribas und viele andere Banken, die Derivate herstellen, ein Geschäft aufgebaut haben, das tatsächlich sehr gut funktioniert. Es ist also ein Kunstgriff, der einerseits falsch ist, weil er die Realität nicht beschreibt, sich ihr aber andererseits ausreichend gut annähert, um Aktivitäten mit mehreren Milliarden Einnahmen pro Jahr aufzubauen. Während wir das Roulette-Projekt machten, kam unser Freund Rob Shaw vorbei und sagte, ich habe gerade Erstaunliches über Chaos herausgefunden. Also gingen wir ins Labor und schauten die Simulationen am analogen Computer an. Und wir waren völlig verblüfft. Denn man konnte ganz deutlich zufällig generierte Muster am Bildschirm sehen, obwohl sie auf deterministischen Gleichungen basierten. Wir waren völlig fasziniert davon. Wir kreierten Algorithmen, um Muster in der Natur zu finden, die auf chaotischer Dynamik beruhten. Doan Farmer stürzt sich in das Studium von Mustern, die Vorhersagen erlauben. Eines seiner Forschungsgebiete wird die Meteorologie. Gemeinsam mit seinem Team in Los Alamos schafft er es, präzise Vorhersagen zu Hurricanes von 2 auf 5 Tage auszuweiten. Dies gibt dem Katastrophenschutz wertvolle Zeit zur Evakuierung von Betroffenen. Immer wenn ich darüber sprach, gab es jemanden, der fragte, hast du das mal auf den Aktienmarkt angewandt? Irgendwann war es mir zu mühsam, mit Nein zu antworten.
In der Zwischenzeit hatte ich von der Markteffizienzhypothese gehört, die behauptet, dass Märkte grundlegend unvorhersagbar seien. Das war zu jener Zeit eine sehr populäre Theorie, aber ich glaubte nicht daran. So zogen Norman und ich noch einmal aus, um etwas gemeinsam zu machen. Er gab seinen Job an der Universität von Illinois auf, ich verließ Los Alamos. Wir taten uns zusammen mit ein paar anderen, jüngeren Wissenschaftlern und einem Geschäftsmann und gründeten eine Firma, um mit Computern den Aktienmarkt vorherzusagen. Das war 1991 und wir nannten uns Prediction Company. Man verwendet eine Zahl, die Sharpe-Quotient heißt. Die ist gleich der mittleren Einnahme pro Jahr, dividiert durch die Standardabweichung der Einnahmen pro Jahr. Das hier zeigt dir, wie viel du im Durchschnitt pro Jahr verdienst. Das zeigt dir, wie viel Unsicherheit es im Schnitt gibt bei dem, was du tust. Das heißt, wie beständig es ist. Das Besondere an unserer Strategie ist, dass sie sehr beständig war. Nur um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, für den S&P-Index, also wenn Sie rausgehen und einfach Aktien von den 500 Firmen kaufen, die das Zentrum des US-Aktienmarktes bilden, würde diese Kennzahl bei 0,5 liegen, übers Jahr gerechnet. Bei unserer Strategie lag diese Kennzahl bei 2 bis 3. Das heißt 4 bis 6 Mal höher als beim S&P-Index. Warum war das so? Weil wir alle Zahlen verarbeiteten, die wir über den US-Aktienmarkt finden konnten. Wir verarbeiteten Daten von 15 verschiedenen Quellen, verarbeiteten sie gründlich und schlossen Wetten ab, basierend auf Mustern, die wir fanden, indem wir die historischen Daten von 20 Jahren analysierten. Ich wurde 1987 auf Blair Hull aufmerksam, als wir an einem Projekt arbeiteten zur Vorhersage von Chaos. Jemand aus Hulls Firma kontaktierte mich und sie luden mich ein, sie in Chicago zu besuchen. Leider war Blair Hull nicht da, als ich die Firma besuchte. Aber ich bekam eine Tour durch den Chicago Futures Exchange von einem seiner Mitarbeiter. Das weckte mein Interesse, weil es so ein faszinierendes Umfeld war. Man konnte sehen, wie Informationen aus der ganzen Welt in diesem Raum ankamen, die Reaktion der Leute auf diese Information, wie sie hunderte Millionen Dollar bewegten und Entscheidungen trafen in Bruchteilen von Sekunden. Eine Börse hat eine ganz einfache Funktion, nämlich Investor A mit Investor B auszutauschen, eine technische Infrastruktur für den Wertpapierhandel zu bieten. Wenn man danach fragt, wo befindet sich eine Börse, dann ist diese Frage heute eindeutig zu beantworten, nämlich dort, wo das Geschäft stattfindet. Und wo findet das Geschäft statt? Dort, wo die Herrschaft und die Kontrolle über das Handelssystem vorhanden ist. Ja? Und daran knüpft man regulatorisch an. Und ich glaube, das ist auch die heute maßgebliche Antwort und die einzig richtige Antwort in dieser ja doch sehr globalisierten Computerwelt, wo Rechenzentren überall auf der Welt betrieben werden können. Es geht immer im Kern um den aufsichtsrechtlichen Zugriff. Wo kann man die Nachschau betreiben? Wo kann man Auskunfts- und Weisungsrechte ausüben als Aufsicht? Und da ist sicherlich Betriebsort hier am Sitz des Unternehmens. Die Pariser Börse, das Palais Prunier, wurde ca. 1829 erbaut. Gegen Ende der 1980er Jahre wurden Börse und Händler durch Rechner ersetzt. Es war die Einführung des berühmten CAC 40. Jetzt ist da nichts mehr, jedenfalls nichts, was mit Börse zu tun hat. Alles ist nach London, einem Vorort von London, Basildon, verlegt worden. Tout est parti à Londres, dans la banlieue de Londres, à Basildon. Doch nicht nur die Pariser Börse ist nur mehr eine leere Hülle. Auch die Wall Street ist bloß noch Kulisse. In New York zum Beispiel gibt es schon Menschen auf dem Parkett.
Aber es sind vor allem Fernsehgesellschaften und Firmen, die mediale Aufmerksamkeit suchen. In Wirklichkeit spielt sich alles in dunklen Serverräumen ab, ähnlich wie bei Facebook und Google. Heute ist alles völlig entpersönlicht. Am Rande Wiens, in einem anonymen Gebäude, befindet sich das Interaction Datencenter. Interaction mit Sitz in den Niederlanden betreibt 13 solcher Center in ganz Europa. Über 100 Internet-Service-Provider, 5 Internet-Exchanges und wichtige Cloud-Services haben hier am Rande Wiens ihre Rechner laufen. Auch Rechner der Wiener Börse stehen hier. Wo genau, bleibt geheim. Auch, dass überhaupt Rechner der Börse hier sind, darf nicht bestätigt werden. Wichtig für das Geschäftsmodell, das Interaction betreibt, ist das Rechenzentrum an einem der Knotenpunkten der internationalen Datenrouten zu platzieren, um diese Community of Interest, wie wir sie nennen, optimal ausnutzen zu können. Das heißt, wir verbinden hier an unserem Standort Unternehmen miteinander, um optimal ihre Geschäfte abwickeln zu können. Geschwindigkeit ist dabei ein wichtiger Faktor. Also Geschwindigkeit spielt eine wichtige Rolle. Die Latenzzeit, die sich Kunden erwarten, bewegt sich im Millisekundenbereich. Und das ist für unterschiedliche Geschäftsmodelle von Gaming bis hin zu Finanzdienstleistern ganz wesentlich. Deshalb steht der wichtigste Server der Wiener Börse, der, auf dem die Deals abgeschlossen werden, auch nicht in Wien. Er steht in Frankfurt. Denn beim Wettlauf darum, wer als Erster kaufen oder verkaufen kann, zählt jeder Zentimeter Nähe zum Hauptserver einer Börse. Denn Nähe bedeutet Zeit. Und Zeit Geld. In den 1990er Jahren ist der US-Börsenhandel aufgeteilt zwischen dem New York Stock Exchange an der Wall Street, wo noch das klassische Parkett zu finden ist und alteingesessene Firmen wie IBM und General Motors gehandelt werden, sowie der elektronischen Börse Nasdaq, wo Aufsteiger wie Apple ihre Aktien anbieten. Hier ist der computerunterstützte Handel bereits fortgeschrittener. Aber die meisten Order werden immer noch per Telefon getätigt. Die europäischen Börsen wurden zuerst digitalisiert. Viele von uns, die vom Parketthandel zum elektronischen Handel wechselten, wurden an den europäischen Märkten geschult, bevor wir zurück nach Amerika kamen. Haim Bodek geht nach London, um für die Hull Trading Company den europäischen Markt zu bearbeiten. Sein besonderes Interesse gilt der eben erst errichteten Derivatebörse Eurex mit Sitz in Frankfurt. Eurex war eine Börse, in die ich viel Zeit steckte. Tatsächlich ist Eurex auch in der Rückschau ziemlich interessant für mich, weil es die erste Börse war, wo ich eine Lücke im System fand, die ich betrügerisch ausnutzen konnte. Ich bekam dafür viel Anerkennung, wurde befördert, weil ich eine Lücke an der Eurex fand, die uns erlaubte, Preisinformationen schneller zu bekommen, als wir eigentlich sollten. Jahre später, als ich auf der Titelseite des Wall Street Journal war, wegen meines Whistleblowings gegen Direct Edge, kontaktierte mich ein früherer Kollege von der Hull Trading Company per E-Mail und sagte, wofür du Direct Edge hochgehen lassen hast, ist doch sehr ähnlich zu dem, was wir mit Eurex angestellt haben. Ich war bereits ein Jahr lang Whistleblower, und es war mir nicht in den Sinn gekommen, dass ich mich eines sehr ähnlichen Vergehens schuldig gemacht hatte, wie das, das ich angezeigt hatte. Ich hatte die beiden Systeme einfach nicht verglichen. Ich erkannte, wie schwierig es für Leute in unserer Branche war, zu begreifen, was sie eigentlich taten. Als wir Prediction Company gründeten, wussten wir nichts über Finanzmärkte. Ich kaufte mir einen Anzug, denn ich hatte bis dahin keinen gehabt, und ich begann die Wall Street abzuklappern, um einen Partner zu suchen. Ich besuchte 20 verschiedene Firmen an der Wall Street,
Ich begann Bücher über den Börsenhandel zu lesen, aber eigentlich lernte ich viel einfach dadurch, dass ich mich mit Leuten unterhielt. Zuerst gingen wir zu Firmen, bei denen es unwahrscheinlich war, dass wir mit ihnen Deals machen würden, aber sie waren interessiert genug, um sich mit uns zu unterhalten. Man nimmt den Jargon an und nimmt auch sonst viel mit. So haben wir alles Notwendige gelernt. Unsere Methode bestand darin, Muster in den Daten zu suchen. Sobald wir die Muster hatten, bauten wir ein computergestütztes Handelssystem, das auf Basis dieser Muster Wetten abschließen würde. Wir hatten in unserem Labor ein paar Lektionen gelernt. Eine Lektion war, große Wetten zu machen. Um ein gutes Vorhersagemodell für die Börse zu bauen, braucht man eigentlich keine gute Vorhersage. Wenn man in 55% der Fälle richtig liegt und die Wetten breit streut, macht man schon Profite. Und anders als beim Roulette, wo sie dich, wenn du gewinnst, einfach rausschmeißen können oder dir androhen, die Knie zu zertrümmern, schmeißen sie dich an der Börse nicht raus, weil du gewinnst. Wir brauchten ca. 5 Jahre, bis wir ein System entwickelt hatten, das kontinuierlich funktionierte. Als wir das erreicht hatten, funktionierte es ausgezeichnet. Prediction Company handelte in der Folge 20 Jahre lang an der Börse, obwohl ich selbst bereits 1999 ausstieg. Mein Ziel war ursprünglich, 5 Jahre in das Projekt zu investieren, etwas Geld zu machen, um mich dann wieder der Wissenschaft zu widmen. Ich brauchte 8 Jahre. 2006 verkauften wir die Firma schließlich an UBS für $100 Millionen. Geschwindigkeit ist aber nicht nur ein zentraler Punkt beim Betrieb einer Börse. Auch wer an der Börse spekuliert, muss schnell sein. Denn wer Preisunterschiede zwischen den Börsen als erster feststellt, kann diesen Informationsvorsprung nutzen, um viel Geld zu machen. Zur Jahrtausendwende realisieren die Großbanken, dass sie Gefahr laufen, ins Hintertreffen zu geraten. 1999 kauft Goldman Sachs die Hull Trading Company für $500 Milliarden. Hull Trading sollte das tragende Element für Goldman Sachs werden, aber es funktioniert überhaupt nicht. Es war wirklich eine ganz andere Kultur bei Hull als bei Goldman. Ich und Leute, mit denen ich gut konnte, wir fühlten uns bei Goldman einfach nicht zu Hause. Sorry, aber das ist ein interessanter Punkt. Die Reichen kommen mit ihren Betrügereien durch, aber die kleinen Leute nicht. Ich war ein aufstrebendes Talent, aber da arbeiteten 200 Leute. Und da musst du dir schon was einfallen lassen, um Karriere zu machen. Ich wurde dem Speed-Team zugeteilt. Mein Job war, herauszufinden, wie wir schneller werden konnten. Es gab einen ehemaligen Eurex-Mitarbeiter, den wir als Berater verpflichtet hatten, um uns eine Übersicht zu erstellen mit Möglichkeiten, wie wir schneller werden konnten. Es gab einen Punkt, der herausstach. Damals gab Eurex die Preise alle 2 Sekunden bekannt. In dem Moment, in dem Preise an die Händler weitergegeben wurden, hatten einige Optionen bereits andere Preise. Das waren Möglichkeiten für Trades. Of prices was disseminated to the market. There were some options in the snapshot that were mispriced. It would be. Wir warteten damals eine Ewigkeit auf Informationen. Wir warteten 2 Sekunden, um zu wissen, wo der Markt stand. Und wenn die Info dann weitergegeben wird, beginnt der Wettlauf. Wir versuchen in einer Millisekunde oder weniger da zu sein. Aber in diesem Dokument stand nun, ich könnte den Preis schon früher abfragen, nämlich genau zwischen den beiden Sekunden. Und wenn ich das richtige Timing hätte, könnte ich den Preis vor allen anderen abfragen, noch bevor Eurex den Preis an alle anderen Marktteilnehmer sandte. Before Eurex even sent
the message out to the rest of the market. Haim Bodek sieht eine Chance, sich zu beweisen. Seine Idee hat aber eine Schwachstelle. Die Eurex verlangt Gebühren für Transaktionen. Eine Gebühr, die umso größer wird, je mehr Transaktionen ein Kunde durchführt. Er errechnet jedoch, dass dies nicht ins Gewicht fällt, solange es weniger als 8000 Transaktionen sind. Bodek überzeugt seinen Vorgesetzten, es zu riskieren. And it knocked the ball out of the park. Wir trafen es punktgenau. Wir bekamen die Preise in unser System und bevor die anderen überhaupt die Nachricht erhielten, hatten wir schon geantwortet. Wir bekamen den Trade vor allen anderen. Ich war begeistert. Ja, ich hab's geschafft. Und dann war die Frage, können wir das ausweiten? Also ging der Chef unseres Goldman-Europa-Büros zu seinem Kumpel bei Eurex und fragte, gibt es eine Möglichkeit, keine Gebühr zu zahlen? Und Eurex arbeitete eine Vereinbarung aus, in der sie uns eine Gebühr in Rechnung stellten und nachdem wir diese bezahlt hatten, sie uns diese Summe gutschreiben würden. Ich war stolz darauf. Ich war meine ganze Karriere lang stolz darauf, denn ich wurde zum Vice President bei Goldman Sachs befördert und es war mein erster großer Sieg im quantitativen Börsenhandel. Und es kam mir nicht einmal im Entferntesten in den Sinn, dass ich betrogen hatte. Ich dachte, dass ich einfach smarter gewesen war als all die anderen. Aber vom jetzigen Standpunkt aus, wie konnte ich das damals nur denken? Ich nutzte ein Schlupfloch aus und dann machten wir einen schmutzigen Deal mit der Börse. Was war daran smart? Aber so funktioniert das ganze System. Bodex-Algorithmen sind nun keine Grenzen mehr gesetzt. Unzufrieden mit der Unternehmensstruktur bei Goldman Sachs, verlassen viele Mitarbeiter der Hull Trading Company die Investmentfirma. Bodek zieht es 2003 zu UBS, die in Stamford einen neuen Trading Floor eröffnet. Dort soll er die Infrastruktur von Grund auf neu errichten. Zur selben Zeit wird die Kritik an den internationalen Börsen immer lauter. Der Vorwurf lautet Insider-Trading und ineffiziente Marktstrukturen. Um das Monopol von Wall Street und Nasdaq zu brechen, leitet die amerikanische Börsenaufsicht SEC 2005 die Umwandlung der Handelsplätze in Aktiengesellschaften ein, die Profite erwirtschaften müssen. Nun schießen private Börsen wie Pilze aus dem Boden. Gleichzeitig werden neue Handelsregeln festgelegt. Das Regulation National Market System soll den Markt moderner und fairer machen. Es macht den Markt aber auch ungemein komplexer, indem es die Broker zwingt, für ihre Kunden an allen Börsen den besten Preis für einen Handel abzufragen. Bodek beobachtet, wie auch die Algorithmen entsprechend mutieren. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal von Hochfrequenzhändlern hörte. Ich war im Lift mit jemandem, der nun zu den Großen im Finanzgeschäft gehört. Er beschwerte sich darüber, wie sie der Abteilung, die er leitete, dauernd in den Weg kam. Und das auch noch ohne viel Geld dabei zu machen. Und es war so interessant, dass diese Art von Strategie riesige Volumina bewegte, aber gar nicht viel Geld dabei verdiente. Und wir fragten uns, wieso tun Leute so etwas? Warum würde sich jemand all diese Arbeit antun, um so wenig Profit zu machen? Der Aufstieg der Hochfrequenzhändler kam für viele überraschend. Finanzjournalistin Jennifer Neal hat ihn von Anfang an verfolgt. Zur Zeit der Finanzkrise richtete sich der Fokus der gesamten Presse auf den zusammenbrechenden amerikanischen Immobilienmarkt und auf die nacheinander in die Knie gehenden Banken. Und so fand das alles keine Beachtung in den Medien. Man muss aber auch sagen, dass es heikle Zeiten waren, da die Gefahr bestand, dass das gesamte Finanzsystem zusammenbrechen würde. Paradoxerweise konnte genau zu dieser Zeit, 2008, ein Unternehmen namens Getco, ein großer Hochfrequenzhändler, seinen historisch höchsten Gewinn erzielen, da dieser Sektor die Volatilität der Märkte absolut liebt. Zu diesem Zeitpunkt erreichte die Volatilität einen Höhepunkt,
da die Menschen aufgescheucht und verängstigt kauften und verkauften, weil sie sich vor dem, was an den Finanzmärkten passierte, fürchteten. Es gibt häufig eine Verwechslung zwischen automatischem Handel und der Finanzwelt. Diese beiden Welten stehen sich nahe, aber haben nichts miteinander zu tun. Der automatische Handel ist nur ein Computerprogramm, das Transaktionen erleichtert, das sie billiger, sicherer und schneller macht. Das ist im Wesentlichen etwas Gutes. Der automatische Handel stellt sicher, dass die Öffentlichkeit an der Börse kaufen und verkaufen kann, dass die Differenz zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis gering ist, dass die Transaktionskosten niedrig sind und alles gut läuft. Que tout se passe bien. C'est intéressant de comprendre comment se forme un prix. Es ist interessant zu verstehen, wie sich ein Preis bildet. Fragt man einen Ökonomen, so sagt dieser üblicherweise, dass der Preis das Resultat aller verfügbaren Informationen darstellt. Eine Art kollektiver Wahl aller Beteiligten, die kaufen oder verkaufen unter Einbeziehung aller ihnen zur Verfügung stehender Informationen. Wie kommen Sie an diese Informationen? Die Informationen kommen entweder über Journalisten, Zeitungen oder manchmal von der Regierung, die gelegentlich Zahlen und Statistiken herausgibt. Die Art und Weise, wie solche Statistiken in den USA veröffentlicht werden, ist besonders interessant. Dies findet in Washington D.C. statt, wo die Journalisten in einem faradayschen Käfig gesetzt werden, damit sie absolut keine Kommunikation mit der Außenwelt haben können. Aucune communication avec le monde externe. Il y a le représentant du Trésor qui vient leur dire, bah écoutez, aujourd'hui, on va garder les taux d'intérêt stables. Dann kommt der Sprecher des Finanzministeriums zu ihnen und sagt, heute werden wir die Zinsen stabil halten oder die Beschäftigungszahlen sind gleich geblieben. Und sie bekommen diese Information in einem faradayschen Käfig. Es steht ihnen ein Rechner zur Verfügung, der von der Regierung gestellt wird. Sie dürfen also nicht einen Rechner ihrer Wahl benutzen. Sie geben die Information in diesen Rechner ein und es kommt der Moment der Öffnung des faradayschen Käfigs. Sobald der Käfig offen ist, beginnt der Wettlauf unter den Nachrichtenagenturen. Dabei geht es darum, die Information einem Rechenzentrum zu liefern, das einige Kilometer vom Käfig entfernt ist. Schließlich gewinnt eine der Nachrichtenagenturen den Wettlauf und liefert die Information an die Händler, die sie in Chicago verwenden wollen. Ces entreprises de trading, à leur tour, reçoivent ça, tout au même moment. Die Händler bekommen ihrerseits die Information alle gleichzeitig und benutzen sodann ihr eigenes Netz. Und jetzt wurde ein neuer Sendemast hier errichtet, der die Geschwindigkeit des Eintreffens im Rechenzentrum ausgleichen wird. Vorne hat man hier DRW und hier McKay Brothers und hier Jump Trading. Alle kommen per Glasfaser ins Datencenter rein und versuchen so nah wie möglich beim Rechenzentrum zu sein. Wer zuerst im Datencenter in Aurora bei Chicago ankommt, gewinnt nicht nur ein Wettrennen. Er gewinnt Millionen von Dollar. Das ist der Informationsvorsprung von vielleicht einer Millionstel Sekunde. Die sich belauernden Sendemasten sind der Inbegriff von Wissen ist Macht und Zeit ist Geld. Während die Hochfrequenzhändler Anfang der 2000er Jahre mit rasender Geschwindigkeit auf den Markt drängen, arbeitet Chaim Bodek bei seinem neuen Arbeitgeber UBS an verbesserten Handelsstrategien. Er nennt es Size Game. Sein Algorithmus folgt dabei einer simplen Logik. Weil die Börsen großen Anfragen Vorrang geben, vergrößert der Geldroboter dynamisch seine Order, um immer vorne zu sein und Kontrahenten aus dem Markt zu drängen. Dabei muss er jedoch stets darauf achten, dass diese Fake-Order nicht wirklich zustande kommen. Wenn man riesige Order in dieser Größe rausgibt und die alle gehandelt werden, geht man ziemlich sicher sofort pleite.
Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber anderen Firmen ist das passiert. Es ist wie das Spiel mit der heißen Kartoffel. Wir mussten Algorithmen schreiben, die sagten, wenn du eine 30.000 Aktienkauforder hast, die du eigentlich aber nicht willst, schmeiß sie sofort auf einen anderen Aktienmarkt, wo es noch jemanden gibt, der 30.000 Aktien will. Some other market makers still quoting 30,000 contracts. So we created all these, this algorithm and this kind of war. So schufen wir diese Algorithmen in einem Krieg, wo es darum ging, der größte Marktteilnehmer zu sein, und machten daraus dieses fürchterliche Spiel, wo du höher bietest, als du solltest, als es zu verantworten wäre. Und wenn es dich traf, was vorkam, musstest du es an andere Leute loswerden, und zwar bevor sie es merkten, dass sie gerade den schwarzen Peter untergeschoben bekamen. Es war einfach nur bescheuert. Der Algorithmus, den ich schuf, war so mächtig, dass alle anderen sich mit ihm messen mussten. Und das brachte das Marktdatensystem des Optionenmarktes in den USA beinahe zum Kollaps. Für mich war es so cool. Ich liebte es buchstäblich. Ich sah, dass andere Monate brauchten, um überhaupt zu verstehen, was ich da machte. Und um auf den gleichen Algorithmus zu kommen, waren über 3 Jahre 7 Firmen beschäftigt. Das Size Game macht Chaim Bodek in der Szene zum Rockstar. Aber er weiß, dass er es nicht ewig spielen kann. Er sieht die Zeit gekommen, sich selbstständig zu machen. Ich verließ UBS und nahm mein ganzes Team mit und gründete meine Firma Trading Machines. It was 2007 and it was Das war 2007 und es sollte ein Ferrari sein, aber ein unabhängiger Ferrari. Für mich war es ein Traum, unabhängig zu sein. Mir war nicht klar, was für eine Odyssee das werden würde. Zu der Zeit, als Bodek UBS verlässt, verändert sich der weltweite Aktienhandel in den USA und Europa enorm. Anteil daran haben auch die Hochfrequenzhändler. Den großen Fonds gefällt es nämlich gar nicht, dass sie unaufhörlich von kleinen, wendigen Highspeed-Händlern gejagt werden. Die Banken beginnen daher, interne Marktplätze anzubieten, an denen Geschäfte versteckt getätigt werden, die sogenannten Darkpools. Allein in den USA entstehen über 40 dieser dunklen Handelsplätze als Alternative zu den 13 regulären Börsen. Der Abzug der Investoren in die Darkpools wiederum zwingt die Börsen, den Hochfrequenzhändlern entgegenzukommen. Bald machen diese einen Großteil des Handelsvolumens aus, Schätzungen zufolge bis zu 70%. Danach dauert es nicht lange, bis auch die Banken der Verlockung des hochfrequenten Geldes nicht mehr widerstehen können und ihre Darkpools für Hochfrequenzhändler öffnen. Geschwindigkeit ist alles. Die Netze zum Datentransport waren bis 2010 alle aus Glasfaser, was eine sehr hohe Datenrate erlaubt. Andererseits eignet sich die Glasfaser nicht für den Transport von Licht. Licht bewegt sich in der Luft schneller als in Glas. Und über Funk ist man viel schneller zwischen Chicago und New York als über Glasfaser. 2009/2010 hat jemand eine Glasfaserverbindung zwischen Chicago und New York verlegt. Dieses Unternehmen heißt Spread Networks. Sie haben für ungefähr 300 Millionen Dollar ein viel stärkeres Glasfasernetz als die bis dahin existierenden errichtet und den Tradingfirmen zu einem sehr hohen Preis verkauft. Sie haben die Tradingfirmen 5-Jahres-Verträge unterschreiben lassen und so ist es ihnen gelungen, die Kosten der Glasfaser wettzumachen. Kurz danach haben wir und andere viel billigere und schnellere Verbindungen angeboten. Dadurch wurde diese Investition sehr bald überflüssig. Beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide. Et donc on a rendu tout cet investissement complètement obsolète, très rapidement. Avant que Spread Networks ne construise son réseau, qui était
quasiment parfait pour de la fibre. Bevor Sprint Networks sein Netz baute, das fast perfekt für Glasfaser war, brauchte das schnellste Netzwerk zwischen Chicago und New Jersey 17 Millisekunden. Es wurde als Magic Verizon bezeichnet. Es war ein Verizon-Netzwerk, das schneller war als die anderen, mit nur 17 Millisekunden. Spread Networks ist auf etwa 13 Millisekunden runtergekommen. Und wir waren, als wir anfingen, bei 8,5 Millisekunden. Und heute sind wir bei etwa 8 Millisekunden. Wir nähern uns der Lichtgeschwindigkeit an. Wir sind jetzt etwa 10 Mikrosekunden unter der Lichtgeschwindigkeit. Environ 10 Mikrosekunden au-dessus de la vitesse de la lumière. Wir starteten genau vor der Finanzkrise, eigentlich sogar in die Finanzkrise hinein. Wir handelten durch die Krise hindurch und expandierten mit unseren Algorithmen in alle wichtigen Handelsplätze und begannen dort, unsere Spuren zu hinterlassen, erreichten 0,5% Anteil am US-Markt und das eigentlich über Nacht. Alles lief wirklich gut bis Mai 2009, als es auf mysteriöse Weise plötzlich nicht mehr so rund lief. Things mysteriously stopped working. Wir bauten ein System, das bereits vor einem Abschluss messen konnte, ob er profitabel sein würde und damit für uns wertvoll. Im Laufe des Jahres 2009 sahen wir Veränderungen. Changes. Unser Aktienhandel veränderte sich ziemlich in diesem Zeitraum. Es passierte etwas, was ich damals glaubte, aber heute schlicht für einen Mythos halte. Nämlich, dass Leute sagen, oh, dieser Handelsplatz ist toxisch. Wobei das nur ein Deckbegriff ist. Ich werde betrogen auf diesem Handelsplatz, ist, was toxisch eigentlich bedeutet. Also lenkte ich unsere Tätigkeit auf andere Handelsplätze um, die weniger toxisch zu sein schienen, bis es keinen mehr gab. Der letzte Handelsplatz, der toxisch wurde, war Direct Edge. Im Mai 2009 war ich eine Woche lang nicht im Büro. Als ich zurückkam, sah ich dramatische Veränderungen in unserer Performance, die so einschneidend waren, dass sie unser Geschäft von moderatem Gewinn auf Null setzten. Um dem Problem entgegenzuwirken, kauft Bodek sofort schnellere Verbindungen und Preisfeeds. Er optimiert den Code bis aufs letzte Komma. Doch das macht das Problem nur schlimmer. Ratlos muss er zusehen, wie sein Herzensprojekt ausblutet. Kurz vor dem Konkurs stehend, kommt er auf einer Party mit einem betrunkenen Vertreter von Direct Edge ins Gespräch. Er erzählte mir von drei schwerwiegenden Fällen von Betrug. Ich wurde hellhörig, nahm ein Taschentuch raus und ich weiß nicht mehr, wo wir den Stift dazu fanden. Ich wünschte, ich hätte das Taschentuch noch irgendwo. Und ich fragte ihn, was? Du sagst also, dass es genau so abgeht? Und er erklärte mir diese überaus raffinierten Methoden des Betrugs. Er sagte mir, sie hätten das alles gemacht, um Hochfrequenzhändler anzulocken, waren aber erfolglos gewesen und hatten beschlossen, selbst Hochfrequenzhändler heranzuzüchten. Und er lud mich ein, diesem Club beizutreten und am Betrug teilzunehmen. Wir brauchten nur 20 Minuten, um unserer Probleme Herr zu werden, denen ich ein halbes Jahr lang hinterhergejagt war. Und dieser Typ hätte mir das einfach vor einem halben Jahr sagen können. Wenn er mir das viel früher gesagt hätte, wäre es mir möglicherweise nicht einmal in den Sinn gekommen, wie falsch das alles war. Aber jetzt war ich so wütend. Und es war mir klar, dass man entweder betrügen musste oder ein Opfer sein würde. So war das System angelegt. Es gab keinen Mittelweg, keinen Weg, unschuldig da herauszukommen. Nachdem Bodek den wahren Grund für sein Scheitern entdeckt, versucht er, das Ruder herumzureißen. Aber es ist zu spät. In den turbulenten Jahren 2010-2011 geht Trading Machines bankrott. Zum ersten Mal sieht Bodek klar, wie Hochfrequenzhandel wirklich funktioniert.
Glauben Sie, die Hochfrequenzhändler würden sagen, wir benutzen nicht dokumentierte spezielle Ordertypen und obskure Regulierungsschlupflöcher, um uns an die Spitze der Orderreihung zu katapultieren? Nein. Sie werden Ihnen sagen, wir sind einfach schneller als Sie. Und das ist die Täuschung, die False Flag, oder wie man das nennt. The false flag, let's say, or I don't know what the right term is, but you know, the red herring. Geschwindigkeit ist das Täuschungsmittel für eine Vielzahl von Tricks, die meine Branche entwickelt hat, um andere Leute zu übervorteilen. A lot of tricks that my industry has developed to get ahead of other people. Lange Zeit bleiben die Machenschaften der Hochfrequenzhändler im Dunkeln. Doch 2010 kommt es zu einem Ereignis, das sie ins Licht der Aufmerksamkeit rückt. Am 6. Mai 2010 um 14.32 Uhr platziert das US-Finanzunternehmen Waddell & Reed eine riesige Verkaufsorder von Terminverträgen im Wert von 4,1 Milliarden Dollar, die über einen automatischen Exekutionsalgorithmus angeboten werden. Ein gigantischer Auftrag, der eine substanzielle Chance für Hochfrequenztrader darstellt. Die Geldroboter beginnen sofort zu kaufen und abzustoßen. Blitzschnell und ohne Unterlass. Sofort brechen die Aktienkurse ein. Etwa 3,5 Millionen Aktien sind betroffen. Über 200 Unternehmen verlieren in wenigen Minuten ihren kompletten Aktienwert. Doch die Marktteilnehmer wissen nicht, wie ihnen geschieht. Nur 13 Minuten später muss die Chicagoer Börse CME den Handel stoppen, da so viel Liquidität aus dem Markt gesaugt wurde, dass man einen Totalzusammenbruch befürchtet. Nach einem Aussetzen des Handels für 5 Sekunden beruhigt sich der Markt wieder. Die Ursache wird nie abschließend geklärt. Experten vermuten, dass der Einsturz genau um 14.42 Uhr und 44 Sekunden begann, zu dem Zeitpunkt, als die Geldroboter die gesetzlich maximal mögliche Anzahl an Kontrakten aufgekauft hatten und gezwungen waren, ihre Position zu wechseln. Eine Herdenbewegung, die den Markt zur Implosion brachte. Von den Börsen wird diese Erklärung schleunigst beiseite geschoben. Stattdessen wird 5 Jahre später ein einzelner Trader verurteilt, der von seinem Keller aus den Finanzmarkt destabilisiert haben soll. Eine Erklärung, die es den Börsen, Banken und Hochfrequenzhändlern ermöglicht, ihr Spiel munter weiterzuspielen. 2013 kommt es erneut zu einem Crash. Diesmal ausgelöst durch einen gefälschten Tweet. Syrische Hacker hatten den Account der Associated Press genutzt, um einen Terroranschlag auf US-Präsident Barack Obama zu faken. Eine einzelne Falschmeldung reichte aus, um den Finanzmarkt beben zu lassen. Wieder wird der Crash relativ schnell beiseite gewischt. Auch weil niemand wirklich zu verstehen scheint, warum der Finanzmarkt immer häufiger verrückt spielt. Den bisher größten Flash-Crash durchlebt der Aktienmarkt am 5. Februar 2018. Seine Auswirkungen spürt man rund um den Globus. 2.000 Milliarden Dollar Marktkapital gehen bei dieser größten Marktschwankung seit 1987 verloren. Il existe des variations brutales de prix. Es gibt brutale Preisveränderungen. Solche brutalen Preisschwankungen können durch eine Nachricht verursacht werden, durch einen Tweet von Donald Trump oder durch etwas, das die Marktteilnehmer nicht verstehen. Alle Flashcrashes haben gemeinsam, dass zunächst mal die Ursache unbekannt ist und dann über den automatischen Ablauf des Handels von vielen Akteuren sich dann die Kurse sehr schnell in eine Richtung abwärts bewegen. Und häufig wird dann erst sehr viel später deutlich, was die Ursache war, wenn überhaupt. Man weiß es bis heute nicht ganz sicher, aber es gibt einen Verdacht, und zwar hat sich kurz nach diesem Flashcrash 2018 ein Whistleblower zu Wort gemeldet und der hat den Banken Manipulationen vorgeworfen. Der hat gesagt, da wurde bewusst manipuliert, um diesen Flashcrash herbeizuführen.
Der VIX, der Volatility Index, ist so eine Art Gefahrenindex. Also man kann sich das wie so eine Alarmglocke vorstellen. Wenn die Anleger erwarten, dass es zu Turbulenzen an den Börsen kommt, dann schlägt dieser Index aus. Und der pendelte vor diesem Flashcrash immer so um die 15 und plötzlich schoss er auf die 40 hoch. Und das war für viele Anleger ein Alarmsignal. Und die große Frage ist eben, warum dieser Index so plötzlich nach oben geschossen ist. Der VIX ist ja, wie ich gesagt habe, ein Gefahrenindex, aber gleichzeitig kann man auch wieder auf den Index wetten. Das ist ja das Absurde. Eigentlich soll er ja eine Alarmglocke sein, man kann aber darauf wetten, wie die Alarmglocke sich entwickelt. So. Und das bedeutet auch, wenn ich darauf wette, dass der VIX nicht steigt, dann ist mein Counterpart die Bank. Wenn der VIX dann plötzlich doch steigt, dann verlieren viele Anleger viel Geld und andere Anleger, unter anderem Banken, gewinnen viel Geld. Und das ist natürlich, verstärkt natürlich den Verdacht der Manipulation, weil es eben ein Interesse daran gibt, von bestimmten Playern im Markt, dass der Index stark ausschlägt. Das ist ein Verdacht, der bis heute nicht ausgeräumt ist. Und ein zweiter Verdacht ist, dass neben dieser Manipulation vielleicht auch so eine Art Kontrollverlust stattgefunden hat. Das heißt, es sind ja gar nicht mehr Menschen, die diesen Handel betreiben, sondern Algorithmen. Und da kann es passieren, dass ein kleiner Schubser ausreicht, um einen sich selbst verstärkenden Prozess auszulösen, den man dann gar nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Die Finanzmärkte sind ein interessantes Beispiel für sich entwickelnde Systeme. Sie sind ein Ökosystem, aber dieses Ökosystem ist in ständiger Entwicklung. Meine Vermutung, und es gibt Beweise, die das unterstützen, ist, dass Marktinstabilität und Marktzusammenbrüche von Instabilität und Veränderungen im Ökosystem verursacht werden. Instabilities or changes in the ecology of the market. Der Weg von den Casinos nach Los Alamos und von dort weiter an die Wall Street hat Duane Farmer letztlich nach Oxford geführt. Hier beschäftigt er sich heute mit der Stabilität von komplexen Systemen wie dem Finanzmarkt. Ich glaube, was bei Flash Crashes zum Teil passiert, obwohl wir uns bei der Untersuchung von Flash Crashes noch nicht ganz durchgearbeitet haben, ist, dass Algorithmen laufen und unreflektiert etwas ausführen, was sie eigentlich nicht tun sollten, weil sie genau so programmiert sind, etwas zu tun, ohne darüber nachzudenken. Ein Handelssystem am Laufen zu haben, das sich im Mikrosekundenbereich abspielt, bedeutet, dass Sie einen Code schreiben müssen, der extrem einfach ist. Ihr Signal trifft Ihren Rechner. Der Rechner kann höchstens ein paar Zeilen an Code verarbeiten, dann muss er traden. Sie müssen alles wahnsinnig schnell machen. Sie können nicht mal drüber nachdenken. Und wenn ich Sie sage, meine ich die Maschine, die nicht mal drüber nachdenken kann. Ich glaube, wir müssen uns Sorgen machen, dass, weil die Märkte schneller und schneller werden, wir in Wahrheit eine Tür zur Instabilität öffnen. Als Ergebnis des Zusammentreffens der Hochfrequenzhändler mit anderen Teilen des Marktes. Und wir machen das für keinen ersichtlichen Nutzen. Es wäre etwas anderes, wenn wir diese Risiken in Kauf nehmen würden, um etwas Wertvolles zu erhalten. Doch es bringt uns nichts, was einen Wert hätte. Es macht nur ein paar Leute reich. Und die werden reich auf eine verrückte Art, durch engste Anbindung der Server an die der Börsen oder durch das Schreiben von Algorithmen, die auf dem Rücken anderer arbeiten, die gerade Order auf den Markt werfen. Kritiker des Hochfrequenzhandels versuchen seit Jahren, in Brüssel eine Regulierung auf EU-Ebene herbeizuführen. Wie schon in den USA führt die mit der Finanzmarktrichtlinie MiFID I eingeführte Privatisierung dazu, dass sich die Börsen nach neuen Kunden umsehen müssen. Auch in Europa drängen so die Hochfrequenzhändler auf den Markt. Vom EU-Parlament beschlossene Regulierungen des Hochfrequenzhandels werden von den Finanzministern im Rat der Europäischen Union in letzter Minute gekippt.
Der frühere deutsche EU-Abgeordnete Jürgen Klute war bei der zweiten Finanzmarktrichtlinie, der sogenannten MiFID II, Berichterstatter der Opposition für das EU-Parlament. Bei der MiFID ging es um eine Reform der Regulierung der Finanzmärkte. Wenige Jahre vorher, 2004, 2007, dann in Kraft getreten, hat es schon mal eine Regulierung gegeben, die dann zu der Krise beigetragen hat, mehr oder minder stark. Und deshalb hat man sich 2012 entschieden, 2012, 2013, diese Regulierung der Finanzmärkte zu re-regulieren und einer kritischen Revision zu unterziehen. Dabei hat besonders der Hochfrequenzhandel eine Rolle gespielt. Der war, als die erste MiFID gemacht wurde, kaum bekannt. Um dies zu erreichen, einigt man sich im Parlament auf eine Haltezeit von 0,5 Sekunden und eine Stornogebühr, um unnötig schnellen Handel zu unterbinden. Das ist dann aber, ich sag's mal so ganz deutlich, kläglich gescheitert. Die Mitgliedstaaten hatten halt durchgehend das Interesse. Da sind die großen Finanzplätze natürlich London, Luxemburg spielt eine Rolle, Paris spielt eine Rolle, Frankfurt spielt eine Rolle. Also in diesen finanzpolitisch bedeutenden Ländern hat man schon ein Interesse gehabt, die Liberalisierungen, die mit der ersten MiFID gekommen sind, möglichst nicht zurückzunehmen. Und natürlich haben sich die Vertreter des Hochfrequenzhandels gewehrt gegen diese Regulierung. Das ist völlig klar. Und sie haben, das ist meine Beobachtung im Parlament gewesen, einen einfacheren Zugang zu den Regierungen der Mitgliedstaaten. Wenn sich dann die Interessen der Lobbyisten des Hochfrequenzhandels mit den Finanzmarktüberlegungen und Planungen der Mitgliedsregierungen, der Mitgliedsländer treffen, dann kriegt man relativ schnell die Regierungen der Mitgliedsländer auf seine Seite gezogen. Das ist offensichtlich im Hintergrund passiert. Und das hat dann dazu geführt, dass der Rat also gerade diesen Part der Regulierung der MiFID einfach abgeblockt hat. Auch auf nationaler Ebene tappt die Politik im Dunkeln. Von einer funktionierenden Lösung ist man in Deutschland weit entfernt. Dass man nicht genau weiß, welche Firmen hochfrequenten Handel in Deutschland betreiben und wie viel Geld sie damit verdienen, ist bedenklich. Für Gerhard Schick sind die Hochfrequenzhändler aber symptomatisch für ein viel größeres Problem. Die Finanzdienstleistungen sind ja eigentlich ein Unterpunkt von den Dienstleistungen, aber es gibt einen relevanten Unterschied nochmal, dass eben die Sphäre des Geldes eine ist, die indirekter Unterstützung leistet. Diese Dienstleistungsfunktion ist eben inzwischen in der Finanzwirtschaft nur noch ein kleiner Teil der Aktivitäten. Der größere Teil ist eigentlich ein innerfinanzwirtschaftliches Geld mit Geld verdienen, wo dann häufig die Auswirkungen auf die Realwirtschaft eigentlich negativer Natur sind. Ein großer Teil der Finanzwirtschaft hat gar keinen Bezug mehr zur Realwirtschaft. Aber umgekehrt aus der realwirtschaftlichen Perspektive muss man sagen, dass die letzten Wirtschaftskrisen eigentlich alle durch Finanzentwicklungen ausgelöst worden sind. Insofern ist eine stabile Finanzwirtschaft eine Voraussetzung für eine stabile realwirtschaftliche Entwicklung. Im selben Jahr, in dem in Brüssel das MiFID II-Paket beschlossen wird, geht Chaim Bodek in den USA als Whistleblower an die Öffentlichkeit. Er stößt auf starken Gegenwind und der Bankrott seiner Firma trifft ihn hart. Für mich geht es nicht um Besitz. Und die Statussymbole lehnte ich zuerst ab. Aber dann wurde mir klar, dass man dafür bezahlt wird, sich neue Möglichkeiten eröffnen, man höhere Boni bekommt. Wenn du ein Boot möchtest, schrauben sie beim Gehalt nach, damit es deine Wünsche erfüllt. So funktioniert dieses Geschäft. Es ist sehr schwierig, das Spiel an der Wall Street mitzuspielen, wenn man bescheiden ist. Man wird für Bescheidenheit nicht belohnt. Nach einer langen Zeit im Business begann es, mich zu korrumpieren.
Und das Whistleblowing war eine verblüffende Erfahrung, weil ich nicht gedacht hatte, dass ich vom Business korrumpiert worden war. Eine der ersten Erfahrungen, wo ich es merkte, war, als ich meinen Rasen selber mähen musste. Ich lebe in einer Gegend, wo Leute ihren eigenen Rasen nicht selber mähen. Wenn du rausgehst und deinen eigenen Rasen mähst, wird es bemerkt. Und ich muss sagen, das abzuschütteln war sehr befreiend. Aber ich brauchte viel länger, als ich gedacht hatte. Es ist verstörend, wie sehr die Symbole von Status und Reichtum essentiell für den Selbstwert von Menschen werden. Die meisten Vergeltungsschläge kamen aus meiner Branche und völlig im Stillen. Und es war eine seltsame Mischung. Diejenigen, die mich am wenigsten unterstützten, waren die Opfer. Das war total verwirrend. Ich dachte, dass ich mit meinen Informationen meine Branche wieder ins Lot bringen und reparieren könnte. That would balance things and kind of repair the industry. But the victims were. Aber den Opfern war es vor allem peinlich. Welche Investmentbank möchte schon zugeben, dass sie Ordertypen benutzte, die 5 Jahre lang von Handelsplätzen und Hochfrequenzhändlern gehackt worden waren? Oder welche Pensionsfonds möchte das zugeben? Von dieser Seite erfuhr ich also keine Zuneigung. I didn't get the love. Aber wirklich schräg fand ich, wie viel Aufmerksamkeit ich von den Hochfrequenzhändlern bekam. Vor allem aus den Chefetagen, die versuchten, mich wieder ins Boot zu holen. Ich muss zugeben, dass dieser Prozess mich dazu brachte, die Bad Guys viel mehr zu respektieren als den Rest der Branche, weil sie nämlich Recht hatten in Bezug auf die Risiken und auf die Antwort der Gesetzgeber. Sie brachten die Geschäfte auf ein Niveau, auf dem sie damit umgehen konnten. Und darüber gingen sie nicht hinaus. Der Chef einer sehr großen Hochfrequenzfirma, die 4% Marktanteil hatte, sagte mir, auch wenn du allen sagst, was wir tun, die andere Seite ist so faul, die lesen nichts, die verstehen nichts, die werden ihre Arbeit nicht machen. Du kannst alles aufschreiben, nichts wird sich ändern. Und ich sagte, na, das werden wir noch sehen. Ein Jahr später war ich auf einer Konferenz, wo wir auf einem Podium diskutierten. Nach der Konferenz sagte ich ihm, sie hatten vollkommen recht. Das ist einfach an allen vorbeigegangen. Da sind mehr als 500 Seiten im Bundesregister zu Änderungen und Besonderheiten der Börsen, deren einziger Zweck war, gleiche Bedingungen für alle zu schaffen. Und ich glaube, die einzigen Leute, die es tatsächlich gelesen haben, waren die Hochfrequenzhändler. Der Hochfrequenzhandel ist im Endeffekt ein Symbol des Ersatzes des Menschen durch die Maschine. Und alles in allem ist die Maschine weitaus ehrlicher als die Menschen. Denn die Maschine folgt Regeln. Als ich in dieses Business kam, dachte ich, es ging darum, den Old Boys Club zu ersetzen, ihn zu eliminieren. Was ich nach 20 Jahren gelernt habe, ist, dass wir den Old Boys Club automatisiert haben. Er lebt und gedeiht und ist jetzt in den Algorithmen.